ist nämlich mal Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplom-Psychologe, ist mal wieder Blog rund um die vielen Dating, Beziehungen und Liebe. Mein Herz geht raus in den Nahen Osten. Erstmal, bevor wir die nächste Dating-Mail beschreiben, uns vornehmen. Ich versuche da auf jeden Fall heute Abend noch ein bisschen Frieden hinzuschicken. Ich war ja mal da und habe palästinensische Paartherapeuten ausgebildet und habe mich sehr bewegt und konnte dieses Leid da unten, also ohne dass ich jetzt da irgendeine Aussage treffen will, wollte nur sagen, das allgemeine Leid da unten sehr gut fühlen. Ich war mit Ali mal da, zufällig waren wir da am Toten Meer und da haben so alle Weltregionen haben damals gebetet für den Frieden. Das war irgendwie einer der krassesten Tage, die ich erlebt habe, weil wir wussten gar nicht, dass es so ist. Da kamen auf einmal Häuptlinge an und ich weiß nicht was. Krass. Also ich denke, wir alle sind gut beraten, für Frieden vor der eigenen Haustür zu sorgen. Das heißt natürlich nicht, dass man sich alles gefallen lassen sollte. Muss natürlich Grenzen setzen. Ne? Das ist halt schwierig. Ne? Da gibt es auch keine Anleitung für. Aber das heißt sicherlich auch, dass man nicht immer noch überall Benzin ins Feuer schütten sollte. Das wäre ja schon mal, denke, da sind wir alle angehalten, wenn wir eine friedliche Welt haben wollen, dazu beizutragen. Genau. Also, jetzt gehen wir aber mal in die nächste Dating-E-Mail. Business as usual. Und es geht um man arbeitet zusammen, man hatte Beziehungen auf der Arbeit, ist auch noch so im selbstständigen Bereich und ja, ganz spannend, finde ich. Und glaube ich auch wieder irgendwas mit Dreiecken. Hallo Christian, ich höre jetzt seit über einem Jahr deinen Podcast und habe die Bücher von Steffi Stahl durchgearbeitet. Natürlich auch viele andere Literaturbücher. Ich bin selbst Psychologin. Gruß an die Kollegen hier draus. Und Anfang 30. Sollst natürlich auch meine Bücher durcharbeiten. Apropos, mein neues Buch ist ja gerade draußen. Schaut gerne mal rein. Feuer und Flamme. Schon richtig hochgekommen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Bin sehr zufrieden. Vielen Dank. Seit über einem Jahr befinde ich mich auch in Therapie und habe schon viel bearbeitet. Immer wieder falle ich jedoch in alte Gedanken zurück und komme mit meinem Privatleben nicht voran. Thema, was ist, wenn Nullkontakt nicht möglich ist? Vor ein paar Jahren habe ich mit einigen Kollegen eine eigene Kanzlei gegründet. Oder was auch immer, irgendein Unternehmen. Nicht alle kannte ich bis dahin gut. Im Rahmen der Gründung haben wir uns zu zweit verliebt. Mit einem anderen Gründer. Ich kannte ihn vorher nicht gut. Wir waren beide in Beziehungen. Details brauchen wir jetzt glaube ich nicht so. Wir haben eine Affäre begonnen. Keine Dreiecke, ich sag's gern wieder. Haltet euch raus aus dem Leben von anderen Leuten. Kommt nichts Gutes bei raus. Klar, man kann sich in jemanden verlieben. Und klar, ja, es läuft nicht immer super sauber ab. Aber sollte man eben auf eine schnelle Trennung hinarbeiten. Und für klare Verhältnisse sorgen. Ne? Das sollte auf gar keinen Fall zulassen, dass sich so ein dauerhaftes Dreieck bildet. So. Das ist keine moralische Meinung, einfach, so geht einem einfach nicht gut damit. So, ne? So ging es ihm auch, wenngleich er auch im Gegensatz zu mir angab, seine Frau zu lieben. Ja, aber wie sehr liebt er sie denn, wenn er sie betrügt, ne? Wenn man sagt, man liebt jemanden, dann hat das ja auch, sollte es ja auch Konsequenzen haben und nicht so einfach so im Raum stehen, so finde ich zumindest. Ich habe mich nach ein bis zwei Monaten Affäre von meinem Freund getrennt, ja. Das ist auch richtig so. Für mich war es so oder so die richtige Entscheidung. Er hat sich nicht getrennt. Er hat seiner Frau alles erzählt und sie haben beschlossen, an ihrer Ehe zu arbeiten. Sie haben eine Paartherapie begonnen. Ja, also wenn ich Paartherapie mache, ich meine, ich kann das nicht überprüfen, aber ich sage immer, Leute, da müsst ihr früher, später einen Kontakt einstellen, ne, zu eurer Affäre, sonst können wir das hier vergessen, unsere Paartherapie, weil dann wabert, dann geht's, das geht kein Millimeter voran irgendwie, ne? Ich weiß ja nicht, was die da gemacht haben. Deswegen bildet euch fort bei mir. Ich habe ja auch eine Paartherapie-Fortbildung und auch eine Einzelberatungsfortbildung für speziell diesen toxischen Bereich. Geht auch bald los, schon im November. Gibt es noch zum Frühbucherpreis. Könnt ihr gerne noch einsteigen, wenn ihr von meinem Wissen teilhaben wollt. Ne? So,
So, Moment. Jetzt ist ja gerade so ein Update hier reingepoppt. So, muss ich mal gerade die Fenster wegmachen. Oh mein Gott, ey. So, jetzt geht's aber weiter. So, in der unsere Affäre war in der Folgezeit von einem massiven Auf und Ab und hoher Toxik geprägt. Warum geht die weiter? Wenn die, also was soll da Paartherapie bringen? Aber du musst dich natürlich auch fragen, schreibst jetzt hier wenig Details, warum bleibst du da drin? Hat er dich da ein bisschen gefuture-faked, dass er sagt, ja, ich höre jetzt, ich entscheide mich bald für dich, aber Paartherapie ist ja auch ein Statement. Also er macht eigentlich das Schlechteste aus beiden Welten. Also er signalisiert seiner Frau, wir machen eine Paartherapie. Und mit dir macht er aber auch weiter. Das ist, finde ich überhaupt nicht gut, ne? Sag ich ganz ehrlich. Und da würde ich euch auch empfehlen, zu überlegen, entspricht das meinen Standards? Also ich versuche ja immer so eine Werteorientierung, das ist jetzt nicht so allgemein gemeint, sondern für sich selber eine Werteorientierung zu finden und nach der sich zu verhalten. Wie gesagt, das ist natürlich auch was Individuelles. Und weil man, ja, will man das selber mal erleben. Und gut, jetzt weiß ich, kenne ich die Details nicht, vielleicht hat er ein bisschen gefuture-faked, aber irgendwie muss man auch die Fakten sehen. Ah, die machen eine Paartherapie, die werden sich wohl nicht trennen, so, ne? Vielleicht hast du gehofft, dass sie sich am Ende dann trennen, aber was ist das für eine Paartherapie, wo euer Kontakt weitergeht, frage ich mich. So, ich habe immer wieder gehofft, dass er sie doch noch verlässt. Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Und er war sich immer wieder unsicher. Ja, aber ich kann euch eins sagen, wenn, ist ja in Ordnung, wenn man am Anfang unsicher ist. Aber wenn man, ich weiß es nicht, welcher Zeitraum hier vergangen ist, aber wenn man nach einem längeren Zeitraum immer noch unsicher ist, und wir reden ja hier schon von 100-Tage-Grenze, 200-Tage-Grenze, das wird nicht aufhören, weil das, weil, ich meine, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber es kann auch sein, dass das einfach für ihn bequem ist. Ich bin ja unsicher, deswegen kann ja keiner von mir verlangen, eine Entscheidung zu treffen, ne? Und ich kann euch nur raten, das ist halt immer so, die Ehefrau kann sich nicht entscheiden, wer weiß, was die überhaupt weiß. Das muss ja auch, vielleicht hat er das auch gar nicht erzählt in der Paartherapie, ne? Das weißt du ja, du warst ja nicht dabei, ne? Er kann sich nicht entscheiden. Und wenn du dich dann auch nicht entscheiden kannst, dann ist das Dreieck stabil, ne? Und du hast leider nur eine Möglichkeit. Hast ja auch genutzt, scheinbar jetzt hier irgendwann, dass du sagst, okay, wenn ihr euch alle nicht entscheiden könnt, dann entscheide ich mich und zwar dagegen so, ne? Wirklich, setzt da, scheißt da auf eure Verliebtheit und setzt da klare Grenzen so, ne? Und wie gesagt, was dann deren Ehe passiert, das ist ja immer wieder hier Thema auf dem Kanal, das weißt du nicht. Vielleicht gab es das auf und ab gar nicht, du weißt es nicht, du warst nicht dabei, ne? Ganz ehrlich, für mich ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einer solchen Erfahrung gewesen bin und da reingeschlittert bin. Ja, uns ist hier nichts Menschliches fremd, sage ich mal. Erzählt es einfach. Ja, wer nie einen Fehler gemacht hat, werfe den ersten Stein. Also, ne, das, wer meint, der macht nie was falsch im Leben, der macht wahrscheinlich eine Menge falsch. So, ohne von toxischen Beziehungen oder Triggern zu wissen. Ich sehe inzwischen alleine Fehler und ich schaue diese ungünstige Dynamik, habe die ganzen Aufklärungen erst zu spät erfahren und studieren können. Da war ich schon mittendrin. Ja, ist wie es ist, ne? Kurzum war es dann so, dass unsere Affäre ein weiteres Jahr lief, während er immer bei seiner Frau blieb und sich auch gegenüber ihr weiter nicht offenbarte. Ja, da gehe ich mal schwer von aus. Da ging es mir zunehmend schlechter. Ja, dann, also gerade Affären sind halt bekannt für Liebessucht, ne? Kann man sich leicht vorstellen. Ich habe den Kontakt zu ihm abgebrochen und meine Therapie begonnen. Sehr gut. Nach einigen Monaten fühlte ich mich besser und gestärkt. Die Gedanken an ihn haben mich weniger belastet und das Gedankenkreisen hat nachgelassen. Ich habe wieder neue Lebensenergie und Lebensmut. Auf der anderen Seite hat mir der Büroalltag und der Kontakt zu meinen Kollegen extrem gefehlt. Mein Ziel war es, dort wieder arbeiten zu können. Also gehe ich mal davon aus, dass du zeitweise dann nicht gearbeitet hast. Ich habe diese Firma mitbegründet und liebe meinen Job. Ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich die Arbeit dort nicht aufgeben möchte. Ich habe mir einen guten Ruf und Standing erarbeitet und identifiziere mich mit unserem Label. Natürlich sehe ich es auch nicht ein, selbst das Feld räumen zu müssen. Nun kommt das aber, ich kann den Liebeskummer nicht komplett überwinden. Naja, der Königsweg ist natürlich null Kontakt immer und was früher die amerikanischen Kollegen immer gesagt haben, wie weit bist du bereit zu gehen, so, ne? Und das soll jetzt nicht heißen, dass man in so einer Situation das Feld räumen muss. Also ich kenne auch, ich habe auch Leute beraten, die ja,
die konnten, also die hatten auch 1000 Gründe, da nicht wegzugehen und haben es auch geschafft dann so. Das geht schon, aber also was dieser Ausspruch sein soll, wie weit bist du bereit zu gehen, wie wichtig ist dir dein Seelenfrieden so, ne? Und da muss man immer überlegen, so zumindest, ne? Aber wir kommen gleich noch zu anderen Punkten, denke ich. Seit 2 Tagen denke ich jeden Tag an diese Person. Ja, ich weiß nicht, ob du Modul 0 schon mal gemacht hast, aber ist auch schwierig, diese ganzen Tools, wenn man jemanden immer sieht, ne? Ist echt. Ich würde dir auch mal raten, die Videos zu Grey Rock. Nicht, dass ich jetzt denke, das wäre. Das ist auch immer, das macht mich immer so wahnsinnig, dass immer alles Narzissten sind, Narzissten. Nee, Leute, es gibt einfach auch Leute, die sich ein bisschen fragwürdig verhalten, einfach weil Menschen auch so sind, ne? Überraschung. Also deswegen, wenn ich jetzt hier Grey Rock empfehle, dann einfach nur, also dieses Neutrale, weil du brauchst auf dem Job sowas ganz Neutrales, wenn du mit ihm jetzt auch noch so private Gespräche führst, dann kannst du es total vergessen. Du musst wirklich wie so ein Stein sein, wenn du mit ihm kommunizierst, ne? Und je weniger, umso besser, so, ne? Das wäre auf jeden Fall erstmal ein Tipp. Seit 2 Jahren denke ich halt jeden Tag an diese Person. Immer wenn ich ihn sehe, erinnert mich an ein Gefühl, dass ich nicht gut genug war und ich nicht wertvoll bin. Ja, das kannst du ja in deiner Therapie bearbeiten. Er triggert eine alte Kindheitswunde, die ich bislang nicht aufarbeiten konnte. Er selbst zeigt sich wenig rücksichtsvoll. Er möchte mir nicht aus dem Weg gehen, will sogar, dass wir Freunde sind. Wie könnt ihr Freunde sein, wenn jemand, sag mal ehrlich, der hätte ich doch auch belogen. Ich meine, das ist für mich das eine Art von Belügen. Jemand immer so, ach ja, vielleicht, ich bin unsicher, vielleicht entscheide ich mich bald. Was hat denn das mit Freundschaft? Ihr seid keine Freunde. Außerdem sage ich auch immer, mit jemandem befreundet sein, von dem man was anderes will, ist ein Dreck. Macht das nicht, ne? Ach, riecht mich schon wieder richtig auf hier über ihn hier. Also nicht du riechst mich auf, sondern er hier. weil wenn er, ich meine, wenn er seine Frau liebt, würde er keine Affäre haben. Wenn er dich lieben würde, würde er sagen, hey, ich mache den Weg frei für jemand anders, der 100%ig für dich da sein kann. Das wäre die liebevolle Lösung irgendwie, ne? Und würde dir dann auch helfen und dich noch nicht noch anfangen mit, lass uns Freunde bleiben. Ja, so, Jemine, ey. So. Da. Gleichzeitig, immer wieder erzählt er mir auch, wie sehr er mich in verliebt war. Ja, offensichtlich nicht genug, dass er sich getrennt hat. Und vor den Problemen seiner Ehe. So, er macht er dich jetzt auch noch zu seinem Tempotaschentuch. Super, echt netter Typ, muss ich schon sagen. Alles, was er erzählt, verletzt mich extrem. Ach so, er hat ja auch noch erzählt, wie sehr er von einer vertrauten Beziehung zu seiner Frau profitiert. Also sehr empathisch scheint er nicht zu sein. Okay. Ich möchte diesen Menschen nicht in meinem Leben und gönne ihm nichts Gutes mehr. Ah, okay, also hast du jetzt auch genug davon. Ich habe ihm mehrfach gesagt, dass er mich in Ruhe lassen soll, dass ich nicht mit ihm reden möchte und wie schlecht es mir noch damit geht. Ich habe ihn auch gebeten, dass wir die Tage im Büro aufteilen, dass wir uns nicht begegnen müssen. Er ist nicht dazu bereit. Immer wieder überschreitet er meine Grenzen und sucht das Gespräch. Beziehungsweise geht mir nicht aus dem Weg. Ah, okay. Ich dachte jetzt erst, es geht so in die Richtung, dass du ihn noch vom Podest stoßen musst, aber das hast du ja schon gemacht, ja. Und du bist jetzt noch in der blöden Situation, dass du nicht die Personalabteilung anschreiben kannst, ob sie sich mal darum kümmert. Das machen die ja manchmal, weil das nicht existiert. Und du kannst ihm auch kein Kontaktverbot aufdrücken, sondern das würde ich ansonsten empfehlen, immer so ein zivilrechtliches Kontaktverbot, das geht natürlich auch schlecht. Ja, das ist wirklich vertrackt. Das ist vertrackt. Aber ich finde sein Verhalten, ich meine, ich kann verstehen, dass er sauer auf ihn ist, komplett destruktiv, sage ich ganz ehrlich so. Ne, er macht einfach, das ist einfach, also ich muss wirklich sagen, das ist, was auch immer mit ihm da jetzt ist, sehr egoistisch, ne? Muss man schon sagen, wirklich, ne? Aber, ja, gut. Er selbst sagt, dass es für ihn auch nicht alles leicht ist. Gott. Super unempathisch, wirklich. Sollst du auch noch für ihn Mitleid haben, der auf deine Grenzen überhaupt nicht eingeht, oder was? Ja. Ich glaube, er hat keine Vorstellung davon, wie es mir geht. Was soll ich machen? Ich liebe meinen Job, mein Büro im Herzen von
Großstadt und meine Kollegen. Ich habe keine Kraft, alleine etwas Neues zu gründen und möchte auch nicht alles wegwerfen, was ich aufgebaut habe. Was sagen denn deine Kollegen dazu? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kannst du dir noch irgendwie ins Boot holen, keine Ahnung. Ich habe immer wieder die Hoffnung, dass es mir irgendwann besser gehen wird, dass ich das alles vergessen kann und weiter, also einfach friedlich weiterleben kann. Ich habe ja auch schon viele Fortschritte gemacht und kann wieder essen, schlafen, Spaß haben. Ich will meine Praxis nicht aufgeben und schon gar nicht für ihn. Was soll ich machen, dass ich mich auch nicht auf neue Männer oder Partnerschaften einlassen kann? Ja, das ist halt schwierig, wenn Nothing Beats a Fantasy, ne? Wenn der Ex noch vor Ort ist, ist das super schwierig. Brauche ich vermutlich nicht zu erwähnen. Was ist dein Rat? Kann ich trotz null Kontakt gemeinsame Praxis irgendwie umsetzen? Kann ich den Liebeskummer überwinden und ihn endlich vergessen? Ja, wie gesagt, ich kann also einfach nur als weiteres Tool immer sehr mein Modul 0 Anti-Liebeskummer da empfehlen. Gibt ja auch noch so ein Liebeskummer Advanced, das findet ihr am gleichen Punkt da. Und ansonsten sind das natürlich auch alles Fragen, die du da in deiner Beratung, was nicht, was da gesagt worden ist. Die hört ja noch mehr von dir so. Und ja, ich würde mal sagen, guck dir doch mal meine Grey Rock Videos an, das würde ich nochmal gucken. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn nichts funktioniert, so, ne, das ist jetzt nur meine Meinung, das ist jetzt kein, weiß ich nicht, das ist einfach nur meine Meinung, wenn nichts funktioniert und du einfach das Gefühl hast, du findest da keinen Frieden, dann würde ich, glaube ich, eher da weggehen tatsächlich, ne? Weil das, also für mich, meiner Ansicht nach, ist Seelenfrieden ist unbezahlbar, so, ne? Und ich weiß von vielen Menschen, ich kann da jetzt überhaupt keine Garantie geben, natürlich, will ich auch nicht, aber ich weiß von vielen Menschen, dass die, sobald die auf Nullkontakt waren, beruflich komplett durchgestartet sind, einfach weil diese Energie nicht ständig abfließt, so, ne? Wie gesagt, wenn jetzt eine andere Konstellation wäre, wenn du das durchsetzen könntest, dass er dich in Ruhe lässt, wäre es sicherlich noch leichter. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass du das nicht hinkriegst. Wie gesagt, ich würde diese Tools, die ich jetzt empfohlen habe, würde ich mal ausprobieren und auch ruhig ein bisschen rabiater sein. Ne? Also vielleicht bist du auch noch zu nett, ne? Dass du wirklich sagst, hey, kannst mich mal, lass mich in Ruhe. Und wie gesagt, auch das Team ins Boot holst, dass du sagst, ja, wir hatten hier, ist auch manchmal ganz gut, wenn man diese Heimlichkeit mal aufhebt. Ne? Wir hatten hier eine Affäre. Wie seht ihr das? Ich wünsche mir, dass wir eine Regelung finden, dass ich hier noch bleiben kann. Also lass die Gruppe dir vielleicht auch ein bisschen helfen. Aber ich kenne natürlich jetzt, du kennst deine Umstände besser. Und auch dann deutlich zu machen, dass du nicht so allein damit bist, wo es hakt irgendwie. Ne? Ja, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Macht die Fragen Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.